grüße dich. Heute habe ich 5 super Tipps für dich, wie du ganz schnell aus deiner Emotionalität rauskommst. Tipp Nummer 1, wir machen es heute ganz schnell. Tipp Nummer 1, trink ein ganzes Glas Wasser. Also sprich, wenn deine Emotionen gerade total überkochen, du total traurig bist oder total wütend bist, dann geh und hol dir ein Glas Wasser, trink es aus in einem Zug. So, das ist mal Punkt Nummer 1. Tipp Nummer 2. Richte deinen Blick nach oben. Lehn dich zurück, ganz entspannt, nimm deine Arme nach oben, deine Hände in den Nacken und sei so relaxed wie möglich von deiner Körperhaltung und richte deinen Blick nach oben. Tipp Nummer 3. Und zwar beginnst du jetzt mit einer Atmung, mit einer Zischatmung. Das heißt, du beginnst die Luft durch deine Zähne anzusaugen und ganz entspannt und ruhig durch die Nase wieder auszuatmen. Also so. Das heißt, du hast eine kalte Einatmung. Und durch die Nase geht es ganz ruhig wieder aus. Du wirst merken, dass deine Emotionen sich innerhalb von kürzester Zeit wieder etwas beruhigen werden. Tipp Nummer 4. Geh raus in die Natur, unbedingt. Die Farben, die Eindrücke, die frische Luft, das tut einfach gut und hilft dir, wieder runterzukommen, wenn tatsächlich diese Emotionen mal vollends überkochen. Ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass dieses Grün uns tatsächlich beruhigt. Und das Optimalste, das Ultimative, wenn du jetzt noch einen Tipp obendrauf haben willst, das Ultimative wäre Sport. Sport treiben, um dich abzureagieren, um deinen Körper tatsächlich auch von diesen Giftstoffen, von diesen Emotionen zu befreien. Ich hoffe, dir haben diese 5 Tipps gefallen. Ich freue mich über dein Like, über dein Abo und dein Kommentar. Mach's gut, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Gute. Bye, bye.